Hi, mein Lieben, wir werden heute ein Spiel spielen. Herzlich willkommen zu Amnesia The Bunker. Die Demo. Amnesia ist ja bei mir so ein Spiel, vor dem ich Angst habe. So wie ich es vor Outlast hatte, habe ich noch nie gespielt. Außer Amnesia, also den dritten Teil. Mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt. Den habe ich gespielt, den kann ich euch gerne hier oben auch nochmal verlinken. Ja, wir gehen mal rein und schauen uns an, was uns hier erwartet. Amnesia hatte immer dieses System mit Licht und Lampen und Batterien und nicht finden und alles dunkel und wild und chaotisch und wir schauen mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay. Also was ich weiß, dass wir einen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg spielen, der wohl in einem Bunker gefangen ist. Warum er da gefangen ist, kann ich euch jetzt an dem Punkt nicht sagen, da ich die Steam-Beschreibung immer nicht lese. Hast du Schläfchen gemacht in der Zeit? Auch gut. Sag ich mir auch immer, kriegt man die Gräußlichkeiten des Lebens nicht mit. Ja, die typische Amnesia-Optik. Wer ist die, um dich zu bewegen? Okay. Okay. Wer hat da seinen Tampon vergessen? Was ist das? Ach ja, man kann ja in Amnesia alles angrapschen. Ja, stimmt. Ich randaliere hier erstmal. Eine tote Verderb verbreiten. What's that? Tab. Die Ursache der Amnesie. Ach so. Nach den Ereignissen vom 9. Juli begab sich Schütze Clement in ärztliche Behandlung. Seine Effekte befinden sich im Lagerstraße. Was? Seine Effekten? Okay, der Patient befindet sich weiterhin in einem leichten Koma. Er reagiert auf Reize, allerdings nur kurz. Bei seinem leichten Aufwachen hatte er keinerlei Erinnerung an die jüngsten Ereignisse und konnte sich kaum auf seinen eigenen Namen besinnen, was vermutlich an der Schwere der erlittenen Kopfverletzung liegt. Die Überwachung des Patienten wird fortgesetzt. Sollte sich sein Zustand innerhalb einer Woche nicht bessern, empfehle ich zwecks Durchführung neurologischer Untersuchungen die Verlegung nach Saint-Étienne, gezeichnet Dr. Jusinski. Okay, was ist das hier? Verfasser? Hä? Mhm. Datum? Sortieren nach. Achso, sortieren nach Verfasser. Okay. Inventar haben wir. Das ist nichts. Nichts haben wir dabei. Gut. Okay. Das kann ich die auch vom Tisch schmeißen. Anmachen. Stift. Ich klau diesen Stift. Ohne Kippe. Ja. Lampe aus. Lampe an. Schön. Die Kippe. Ja, die kann ich natürlich nicht nehmen. Okay, können wir hier raus? Ja. Oh. Oh, nee. Die Löcher in den Wänden, die sagen mir schon alles. Ja. Hab ich hier irgendwo. Da liegen Teile. Persönliches Zeug von mir? Nee. Hab ich Licht? Nee. Ich hab gar nichts. Haben wir alles weggenommen, die Schweine. Ja! Es ist dunkel wie im Arsch. Wo ist denn der Rest von euch? Klappe. Ich glaube, wir machen die mal zu. Guck, kann ich da was rausnehmen? Ja. Ach, das aber. Boah. So, was ist das? Ein Ei. Inventar, Notizen. Ach so. Lampe. Die Lampe verursacht Lärm.
Ach, das macht er automatisch. Ah, okay. Was hat zumindest den Vorteil, dass ich wieder Streichhölzer nach Batterien suchen muss, ne? Achso, ich habe den Brief noch nicht gegriffen. Ja, kann ich echt lange suchen. Oh. 9th of July. Ah, wann liest du mir das denn jetzt vor? I'm in a state of agony. It cripples ich durchleide. Captures my mind. Ah, ich versteh's ja. Höllenqualen, sie leben meinen Körper, meinen Geist, meine Seele. Diese Sache, die ich getan habe, diese Tat, this meine Tat, es wird gerade gegessen. Thing. Schon der Gedanke daran, Nahrung zu mitziehen, widert mich an. Okay. Oh, the thought of eating repulses me. Okay. Was hast du denn getan? Okay, wir haben ein wenig Licht. Gut. Weil hier ist ja, wie gesagt, dunkel wie im Arsch, diese Tür. Aufmachen. What's that? Ach, jetzt wird's größer. Inventar, Notizen, Fotos. Ah, okay. Das sieht nicht gut aus. Krieg ich da irgendwie eine Erklärung zu? Nee. Ein halber Mensch. Gut. Ach, die geht auf. Oh! Genau im Blick werfen. Was ist das denn? Oh, du kannst anfassen, die will ich aber nicht. Den da will ich anfassen. Kanister für irgendwas. Das ist ja abartig. Oh, warte. Oh, ich habe den Stuhl weggedreht. Verzeihung, kleiner Stuhl. Ah. Ich bin ein Randalierer. So, Autopsie. Es ist schön, dass es mal neu aufgeht. Da muss man nicht suchen. Leichnam von... Unteroffizier wahrscheinlich Renard, zahlreiche Einwirkungen scharfer Gewalt. Ach, das ist das Bild wahrscheinlich. Thoraxhöhle in Fetzen gerissen, jede einzelne Rippe gebrochen, offener Schädelbruch verursacht durch mehrfache Einwirkungen stumpfer Gewalt. Wer hat ihm das nur angetan? Ja, das ist wohl wahr. Das sah schwerst brutal aus. Ruhe! Oh, ein Schloss in der Größe eines Oberkörpers, ich glaube. Oh, wow, wo sind wir? Mess Hall, was ist es? Essen? Gibt's Essen? Aber er wollte ja nichts essen, hat er gesagt. Ducken kann ich mich, Gott sei Dank, mit Steuerung. Wenn ich losrenne, steht er automatisch auf. Das ist ein sehr gutes System. Ruhe. Ah, das ist noch so ein Loch. Boah. Mach mal auf hier, das Blut hinter. Das Was spricht einer? Ja? Pantry? Ich dachte, außer mir wäre niemand hier. Wir sind hier unten gefangen, diese Rattenfinger, die sich Offiziere schimpfen und abgehauen haben, den Ausgang hinter sich gesprengt. Wenn du fliehen willst, musst du ihn wieder aufsprengen. In der Waffenkammer befindet sich Dynamit und irgendwo in der Ausgrabestecke liegt ein Zünder. Besorg dir die Sachen, dann schaffst du es vielleicht raus. Was war das? Scheiße, das Ding ist, hat mich gesehen. Finish me off, please. I want to die in the hands of a broader soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Ich soll ihn erschießen, damit das Monster ihn nicht frisst.
Was? Schießen, ja. Und wie lade ich? Ach so, R, nur R. Ach so, festhalten, das ist so ein System mit zwei Kugeln. Ich kann selber entscheiden, wie viel Kugel ich da drin haben will. Okay, das dauert zwar ewig, aber ich habe den Vorteil, dass es mir nicht passiert, dass ich andauernd, ja. So, mit R packt er sie weg. Okay, dann hören sie wieder aus. Und R festhalten, lädt er sie. Okay. Aber ich... Hätte ich von hier schießen sollen? Mir fehlt mein Fadenkreuz irgendwie. Ja. Ich glaube... Ja. Ich kann Dinge werfen. Ja, ich glaube, ich... ja. Ich glaube nicht, dass ich ihm aktuell noch helfen kann. Schauen wir mal, ob wir hier noch was anderes finden. Im Pantry. Was ist im Pantry eigentlich? Weiß ich gerade nicht, muss ich gestehen. Okay, es tut mir ja sehr leid, aber... Komm, mach das mal wieder zu. Fahren wir wieder, kommen wir her und das... Okay. Ist hier offen wenigstens? Ich gerade zu doof, das weiß man immer in dem Moment nicht. Nee, ich krieg sie nicht auf. Gut, das heißt. Durch das Loch werde ich da wohl kaum krauchen. Ich könnte vergessen. Ich pack mal die Waffe weg, weil ich kenne mich. Wobei eigentlich kann es ja in dem Fall hier nicht passieren, aber. Wo soll ich hin? Ja, da nochmal rein. Aber hier ist... Ach, da geht's runter. Nee, da geht's da lang. Quatsch. Und hier geht's hier lang. Wo soll ich denn jetzt... Ach, warte mal, mir fällt gerade was ein. Das ist zwar... Sehr unkonventionell vielleicht. Und wo war das Ding? Das ist eine Kiste vor. Scheiße, ich muss wohl... Jetzt auf Englisch. Nachricht von Head. Also vielleicht vom Anführer Clark. Wegen den Dog-Tags. Please. Achso, also wenn man an verletzten Soldaten ist, soll man bitte die Rückseite von den Dog-Tags und kontrollieren und der ID-Tags. Über irgendwelche Nachrichten, Symbole oder Lockercodes. Müssen sauber gemacht werden vorher. Okay. Was ist das? Oh wow, ich kann speichern. Ja.
Wo ist denn die Tech, die ich gerade eingesammelt habe? Was ist das? Ohne Granate. Ja, die ist schön. Ich muss einen Code eingeben, okay. Aber wo ist denn die DocTech, die ich gerade hatte? Mir nicht angezeigt. Was ist mit der Kiste da? Ah, okay, da kann ich Dinge ablegen. Ja, machen wir das doch schon mal. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt gleich brauchen werde. Ach du Scheiße. Ja, wunderbar. Ist das, wo wir gerade sind? Mhm. Also Text, mach den Text mal aus. Ja, danke. Administration, ja, da sind wir anscheinend gerade. Wenn mich nicht irre. Das zu, hier sind wir reingekommen. Okay. Generator. Irgendeine Uhr. Noch ein Kanister. Okay, Benzin in den Tank. Oh, guck mal, da ist aber eine. 1825. Ach, guck mal. Hier haben wir eine. War da gerade ein Brief mit bei? Nee. Die Lampe hält aber auch nicht lange. Okay, ich habe zwei Kanister, ne? Ja, die brauchen auch dementsprechend Platz. Wie kann ich ihn... Achso, den Kanister auswählen vielleicht? Halte gedrückt, um einen Gegenstand bereit zu machen und drücke... Okay. Warum kippst du immer nur so wenig rein? Ach, der war anscheinend leer. Na, dann nehmen wir doch gleich den... Ach so! Na, wunderbar. Okay, viel ist das ja nicht. Was ist das für eine Uhr? Halt. Taschenuhr, eine Taschenuhr mit eingebauter Stoppuhr. Lässt sich mit dem Generator synchronisieren, um zu können, wie lange Treibstoff... Oh... Okay, ich warte mal ganz kurz, bis ich das hier ausreichend inspiziert habe. Und dann mache ich den Generator an. Mache ich jetzt vorher nicht. Ich suche erstmal hier alles ab. Hier ist ein Brief. Auf Deutsch bitte, ja. Das Benzin für den Generator ist entzündlich. Entfachen Sie in der Nähe des Benzins kein Feuer. Geben Sie in der Nähe des Benzins keine Schüsse ab. Kommen Sie um Himmels Willen nicht einmal auf die Idee, in seiner Nähe zu rauchen. Lagern Sie ausschließlich in robusten Metallkanistern. Glas zerbricht viel zu leicht. Falls Sie Benzin verschütten, wischen Sie umgehend den gesamten Bereich und dann sorgen Sie die Lappen anschließend außerhalb des Bunkers. Kombination 1825, okay? Das ist vielleicht einer für die Tür. Werden wir gleich erfahren. Was ist das? Zur Herstellung weiterer Gegenstände. Okay, nimm das andere Stoffteil auf und drücke Tab. Der Inventarzugang kombiniere beide Stoffteile. Das andere Stoffteil. Den könnte man zur Verteidigung mitnehmen, Kumpel. Mal so. Welches andere Stoffteil? Ich habe bis jetzt nur eins gefunden. Also, nur mal so. Nicht, ob hier noch eins rumliegt. Hast du noch ein Stoffteil? Nee.
Hat sich aber auch nicht gerettet anscheinend. Ja gut, dann wollen wir das Ding mal einschalten. Und unsere Uhr. Okay, macht automatisch. Gut. Also gut, wenn ich noch ein Stoffteil finde, werde ich es benutzen. Speichern? Wir speichern mal. So. Ist noch ein Brief. Ich möchte mich damit nicht so lange aufhalten. Neuigkeit für das ganze Personal. So, Leichenrattenproblem. Ja, okay, das können wir uns jetzt mal sparen. Das haben wir gesehen. Mal gucken, ob hier noch Munition drin ist. Vielleicht. Nee. Aber. Wundpuder. Oder sowas. So. Also, den packen wir auch mal darüber und. Den packe ich auch mal rüber. Wir sind in der Demo. Machen wir jetzt mal nicht ganz so viele Gedanken. Ich brauche nochmal den Code, bitte. 1825. Eins. Acht. Zwei, bitte. Ja. Wunderbar. Okay, okay. Hier ist immer generell alles betitelt. Wir sind hier in der Administration jetzt. Okay, in der Administration ist der Generator und meine Kiste. Das ist gut. So, was ist das? Licht. Oh mein Gott. Da ist ganz dunkel. Wir gehen mal hier lang. Ich muss in die Ecken gucken. Wegen Benzinkanistern. Komm. Rein mit dir. Los. Hier drin rechnet das Monster vielleicht nicht mit mir. Möglichst wenig Geräusche. Ist ja lustig. Oh nee, das war aber auch das Bild an. Wo sind wir denn hier? Ich brauche Benzin. Boah, da muss man sich bestimmt so ein echtes System zurechtlegen, ne? Damit man immer genug Benzin da hat. Benzinkanister, ey, diese grauen Dinger hier in diesen grauen Räumen. Ist ja auch. Was ist das? Drücke und halte T, so ein Objekt zu drehen. T. Ja, ist irgendwas hinten drauf, aber. Okay. Oh, guck mal hier. Ah, hier gibt es eine Mehrschrankkombination. Ich brauche also unbedingt diese Münzen. Hier ist noch ein Foto. Da ist ein Rad. Werf. Okay, und. Oh! Ja, ja, ja! Gimme, gimme! 0449, das ist. Girard. 0449. Null. Vier. Vier, neun. Was kriegen wir da raus? Noch ein Stück Lappen und. Was noch? Was ist das? Feuerzeug! Oh, okay, okay. Kann ich das Feuerzeug... Ja, leg das mal auf die 2. Bitte. Pack das dahin. Das geht nicht! Oh, Kacke. Okay, ich leg's trotzdem auf die 2. Da ist noch ein Zettel. Die anderen Schränke sind zu. Ruhig, ruhig.
kein Kanister, ey. So ein Scheiß. Mach auf. Bis. Nichts drin. Kannst du das einfach so öffnen? Ja. So. Das muss ich mir merken. Also das ist Storage, okay. Oh, was passiert, wenn wir hier drehen? Wir machen es kaputt. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Was noch neu war? Ursache der Amnesie, bla bla bla. Fotos, haben wir das noch? Ja, genau, das ist mit dem Gitter. Bin ich selber drauf gekommen. Aber wir hatten doch noch Zettel. Hier, Autopsie. Nee. Okay, gut. Ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich hier mein... Majesty Lockdown, da... Okay, die sind so fest verschlossen. Ich brauche unbedingt wahrscheinlich die Kombination dafür, ne, für dieses Wurf. Kann ich so. Ah. Ist da irgendwas? Nee. Ach, guck mal. Das war der Raum vorhin, wo ich, schieb das mal da, aus dem Weg, falls ich es eilig habe. Genau, wo ich nicht durchkam. Mhm. Okay, wir müssen also wirklich den definitiv toten Soldaten finden. Ach du Scheiße. Oh ja. Okay, okay. Weißt du, was ich so mache? Nee. Administration. Automatisch gleich. Okay. Passt die Uhr an. Neu stellen. Okay. Sehr schön. Dann können wir... ich will eigentlich... Genau. An die Kiste. Nee, da rein. Plus. Oh, noch ein. Okay. Ja, okay. 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 Speicher das. Speicher den Scheiß. So. Okay. Jetzt. Ja! Okay. Reicht echt immer nur für eins, ne? So. Okay, here we go. Wo hatten wir das?
Das ist auch zu. Emergency Lock dran. Hier. Muss man hin. Ich muss mir echt merken, wo ich herkam. Das wird sonst ein Vorsichtsstuhl. Tagebuch, letzter Eintrag, okay. Eine finnische Aufzeichnung. Fournier, unser Befehlshaber, Offizier, kauert gerade neben mir. Er hat völlig den Verstand verloren. Pure Angst hat von ihm Besitz ergriffen. Unablässig wiederholt er ein und dasselbe. Fliehen, fliehen, wir müssen fliehen und die Bestie einsperren. Er will abhauen und den Ausgang hinter sich sprengen, um den Dämon hier unten einzusperren. Den Dämon und unsere Männer. Sein unablässiges Gebrabbel geht mir auf den Sack und langsam ergreift dieses entsetzliche Leere auch von mir Besitz. Verzeihung. Falls einer meiner Männer dies hier fließt, sobald wir hier raus sind, besorge ich mir von ihm die Zugangskonvention für die Waffenkammer und gebe ihn per Funk an sie durch. Wenn sie da unten mit dieser Bestie gefangen sind, ist die Waffenkammer womöglich ihre einzige Hoffnung. Mehr kann ich nicht tun, zu mehr reicht mein Mut nicht. Begeben Sie sich zum Funkraum im Mannschaftsquartier, verstecken Sie sich dort. Okay. Da kann ich mich ja lange verstecken, ne? Weil... Der richtige Granaten. Oh nee, noch mehr Text. Ich habe so viel Zeit, habe ich doch nicht. Gerade eben habe ich selbst das Kratzen gehört. Jetzt klingt es so, als würde jemand auf dem Flur herumrennen. Vermutlich Renard, der sich von Wein hinter die Birne gekippt hat, den er vor uns versteckt. Ich sollte ihn zur Rede stellen und entweder ins Bett bringen, damit er seinen Rausch ausschlafen kann oder ihn davon überzeugen, eine oder zwei Flaschen mit mir zu teilen. Okay. Das war noch ein bisschen lustig. Da müssen wir erstmal keine Panik schieben. Das ist, glaube ich, ein Problem, ne? Kann man das Problem lösen? Nein, ich glaube nicht. Scheiße. Ist das der Funkraum? Das? Leuchtfackel. Ah, okay. Ganz cool wahrscheinlich, aber mir ist voll. Scheiße. Ja, kacke. Oh, ja, schön. Das ist natürlich sowas von ätzend, dass es dann hier keine zweite Kiste gibt, ey. Gut, komm. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Ich habe da hinten gesehen, da ist ein Lichtschalter. Das Blut drin. Da würde ich gerne rein. Hier waren wir noch nicht. Da mal weg.
Danke. Und hier kriege ich nämlich noch ein... Ach, man ist drei. Wunderbar. Was ist denn? Zurück. Hier über die Kiste, das ist mein Weg. Da habe ich das Rad kaputt gemacht, genau. Hier rein. Nee, hier nicht. Scheiße. Nee, hier sind die Schränke. Moment, Moment, Moment. Halt. Nein. Scheiße. Hier. Nummer uno. Speichern. Bevor was passiert. Dann zwei Hände und Dings leer machen. Das ist doch bescheuert. Ich pack das Feuerzeug jetzt mal weg. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon brauche, wenn doch hole ich es mir, ganz ehrlich. Man muss wirklich immer wieder hierher zurück. Das ist so ein bisschen nervig. Okay, egal. Jetzt. Zu viel Krach machen. Oh, hier ist der, wo sie uns eingesperrt haben. Okay. So, wir sind hier. Jetzt muss ich hier. Mal hin. Die Liesle. Ach, aber gut, da brauche ich nicht lesen, das ist hier. Acht. Null. Eins. Dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich herkomme, wo ich den ganzen Kram gefunden habe, ey. Ja, nun. Benutzt es. Würdest du jetzt bitte dieses Rad benutzen? Muss ich das... Hallo? Ja, okay, es ist meine Tastenkombination. Was jetzt? Oh mein Gott! Ich wollte jetzt noch so viel machen. Okay, wunderbar. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also viel Gerenne, Sachen zurückbringen, wiederholen. Man gewöhnt sich da wahrscheinlich dran. Ich habe bloß, wenn man diese große Karte sieht, ich hoffe, es gibt später mehr Kisten und mehr Speicherpunkte. Zumindest in jedem dieser einzelnen großen Bereiche. Das würde unglaublich helfen. Ansonsten hat es mir Spaß gemacht. Man ist sehr, sehr angespannt. Das mit der Taschenlampe ist eine ganz gute Lösung, weil man nicht Feuerzeuge etc. oder Streichhölzer irgendwas suchen muss. Ich bin gespannt, wie euch sie gefallen hat. Ich fand sie gar nicht so schlecht. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Macht's gut und bis dann.